Herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Ich möchte euch alle jetzt erstmal recht herzlich willkommen heißen und es ist natürlich auf dem Kanal hier lange, lange Zeit nichts passiert und deswegen ist es an der Zeit, dass wir jetzt wieder loslegen. Wir haben natürlich ein paar Veränderungen. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler und ich bin seit 13 Jahren am Markt tätig und unterstütze andere Menschen dabei, in die Immobilienbranche einzusteigen. Ich unterstütze Menschen dabei, erfolgreich durchzustarten, Menschen, die ihren Beruf wechseln wollen, aber auch Menschen, die aus einem Konzern aussteigen oder vielleicht auch nach der Kinderphase wieder in den Beruf einsteigen wollen. Und dann seid ihr hier auf dem Kanal Gold richtig. Ja, mein Makler Immobilienwissen. Wir haben viel an Content auch immer wieder gemacht und Informationen gebracht. Was ist eine Flächenberechnung und wie funktioniert Kinderbaugeld? Das waren sicherlich einer auch der erfolgreichsten Videos, die bei uns liefen und auch viele, viele andere. Aber jetzt haben wir eine kleine Veränderung. Das heißt, wir wollen euch mitnehmen, wir wollen euch noch viel mehr mitnehmen in die Immobilienwelt, in die Welt der Immobilienmakler und Maklerinnen. Und das wird euch erwarten. Ich habe hier einen kleinen Überblick vorbereitet. Einfach mal inhaltlich. Wir werden darüber sprechen, was ist denn überhaupt der Beruf des Immobilienmaklers oder auch der Maklerin? Viele haben natürlich auch falsche Voraussetzungen oder falsche Vorstellungen. Die denken einfach, naja, ein Makler, der schließt einfach nur die Tür auf, mehr muss er ja gar nicht machen. Das stimmt alles nicht. Hier, ein Immobilienmakler muss viel, viel mehr machen. So, dazu gehören so Sachen wie Grundbuch, Fotografie. Ja, als Makler muss ich, wenn ich mich präsentieren möchte, dann muss ich auch meine Immobilien gut präsentieren können. Und dann sollte man letztendlich da drin auch gut sein. Dann sprechen wir über Praxiswissen. Ja, Praxiswissen ist ein großes, großes Thema. Wie verhandle ich Kaufpreise? Wie muss ich mich bei Kunden verhalten? Und gerade auch vertrieblich wird das immer mehr eine große Herausforderung, dass wir zukünftig viel, viel mehr darauf achten müssen, wie wir unsere Immobilien letztendlich vertrieblich aufbauen. Wir werden über gesetzliche Grundlagen sprechen, BGB. Auch das gehört natürlich dazu. Der Immobilienmakler und auch die Maklerin muss natürlich ein fundiertes Fachwissen haben an gesetzlichen Grundlagen. Mietrecht, Baurecht, Bauplanungsrecht. Wir müssen all die Dinge wissen, um gut unseren Job zu machen. Und als Unternehmer, gerade wenn ich mich dann auch selbstständig machen möchte, kommen natürlich noch ganz viele andere Herausforderungen auf uns zu. Ja? Ich habe verschiedene Rollen in meinem Unternehmen. Ich bin Buchhalter, ich bin Marketingmanager. Ich muss dafür sorgen, dass ich den Kampf gegen die eigene Unbekanntheit, dass ich den besiege, dass ich in meinem Markt dominiere und durchstarten kann. Und diese Unternehmerthemen, die werden wir natürlich besprechen. Ich habe ganz interessante Leute auch in der Planung. Wir werden Interviews führen. Wir werden mal mit dem einen oder anderen sprechen, wie man sich besonders gut aufstellen kann. Ja, wir werden natürlich auch über das Thema Software sprechen. Ja, als Makler brauche ich heutzutage eine Software. Es gibt nicht mehr den Karteikasten, den wir früher vielleicht mal kannten, sondern wir müssen irgendwie gucken, dass wir alle unsere Kunden auch hier ordentlich pflegen. Immobilienportale ist ein Thema. Wir werden über das Thema Kundenhandling, die perfekte Besichtigung sprechen. Ja, was brauche ich denn eigentlich alles? Was brauche ich an Ausstattung? Was brauche ich an Hardware? Wie kann ich mich besonders gut aufstellen? Das sind natürlich Dinge, die hier auch nochmal wichtig sind und am Ende des Tages Know-how. Ja, Mindset ist ein großes Thema. Wir sprechen darüber, dass Erfolg im Kopf anfängt. Und nur wenn ich die Dinge umsetze, dann funktionieren sie wirklich. Und das ist das, was euch jetzt hier auch auf diesem Kanal erwartet. Ich freue mich zusammen mit euch, dass ihr jetzt hier dabei seid. Deswegen, wenn euch der Kanal auch gefällt, dann abonniert ihn, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und nutzt bitte auch die Kommentarfunktion. Schreibt doch einfach unter diesem Video, ich hätte gerne die und die Informationen, hätte gerne mal ein Video zu dem und dem Thema. Wir arbeiten natürlich auch mit euch zusammen und wollen mit euch ganz tollen Content kreieren. Deswegen möchte ich euch jetzt erstmal herzlich willkommen heißen auf der zweiten Episode von Mein Makler Immobilienwissen. Bis bald, euer Carsten Frick.